Willkommen zu Frequent Traveler TV. Heute ist eine etwas ungewöhnliche Ausgabe am 21. September. Warum? Ganz einfach, nicht nur, weil der Hofmeister da ist, sondern weil wir 10.000 Stunden haben an Wiedergabezeit. Und da wollen wir euch Danke sagen. Mario sagt Danke. Wir sagen schon mal Danke, aber erstmal kommt das Intro. Genau. Wer heute etwas von uns haben möchte in Form eines Amenity-Kits, wir haben einige so im Angebot, der sollte diesen Beitrag liken, vorher aber uns abonnieren, die Glocke anmachen und vor allem unten kommentieren, welches Amenity-Kit ihr wieso, weshalb, warum wollt. Wir wollen euch einfach Danke sagen. Mario sagt nochmal auch noch Danke. Ich sage auch nochmal Danke, genau. Vielen, vielen Dank. Wir haben jetzt bei Google festgestellt, also Google, YouTube, ne? Die haben gesagt, Nutzern gefallen deine Videos so sehr, eigentlich sind das ja eure Videos, die wissen ja noch nicht mal, dass ich zwei Personen bin und Mario, ja. Dass sie nicht aufhören können, sie anzusehen. Uns, euch, also ihr uns, wir euch. Und ich habe jetzt aufgeräumt und ich habe ein paar Amenity-Kits gefunden, die würde ich gerne einfach mal, ja, wollen wir die verschenken, wollen wir die gegen Abholung, wenn ihr uns in Frankfurt oder in Berlin trefft, dann bringen wir die euch mit. Genau, so machen wir das. Machen wir so, ne? Ja. Soll ich die Kids einzeln vorstellen? Kannst du mal vielleicht ein bisschen was dazu sagen? Ich schau mal, ich bringe auch noch ein paar mit aus der Business Class, da habe ich auch noch welche, aber du hast ja die ganz edlen aus der First Class, also insofern. Ja, ich habe ja auch das Unboxing gemacht, wobei der Remover-Koffer ja leider weg ist, oder was heißt leider, da haben wir jemanden sehr glücklich gemacht in Frankfurt. Ja, das stimmt, ja. Aber vielleicht gibt es ja irgendwann mal wieder einen, mein Gott. Ja, ich habe aber auch ein paar Enten aus der First Class Lounge mit der Gesichtsmaske besorgt, die kommen noch. Also, das erste Kit ist das Bali-Kit, First Class von der Swiss. Ich mach's mal auf, es war nicht mehr so jungfräulich. Es ist alles drin. Sehr gut. Außer die Ricola, die habe ich, glaube ich, geklaut. Naja, also die kann man ersetzen. Aber ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, diese Bali Amenity Kits sind wirklich von guter und hoher Qualität. Ich habe die auch noch im Kondom, also das heißt ganz original verpackt. Also original, wer will, sag Bescheid. Ja. Also so nochmal. Haben wir die überhaupt gesehen beide? Ich gucke mal nur in die falsche Kamera. Ja. Nee, man kann sie sehen. Alles wunderbar. Ja, das Problem ist, du siehst das ganze Bild. Die Leute sehen nur das halbe Bild, Mario. Das stimmt. Das stimmt natürlich, absolut. Aber man konnte es erkennen. Ich glaube, es war in der Mitte des Bildes, insofern alles gut. Dann haben wir noch aus der First Class so rum. Haben wir auch noch, das habe ich jetzt nochmal eine andere Form, aber auch Bali. Sehr schön. Und ich kann garantieren, die Strümpfe sind unbenutzt. Richtig. Dann habe ich hier noch Lufthansa First Class. Das ist dieses Glas-Ding, mir ist nur die Banderole kaputt gegangen, da ist so ein Papierding drin. Hatte ich das aufgemacht? Ja, das habe ich schon mal aufgemacht. Könnt ihr reingucken, das sieht so aus. Nee, Sinn ist noch nicht mal Glashütte, aber es ist ein Uhrenhersteller. Genau. Auch sehr schön. Ja, sensationell. Dadurch, dass wir, ich weiß gar nicht, was ist das, dieser Sack hier? Das ist eine XL Trouser. Da war wahrscheinlich ein Schlafanzug drin. Ja, aber ich habe den anderen Schlafanzug noch. Original verpackt mit Sticker. Wer den will, Van Lark. Kommentieren. Aber wir haben auch von Porsche Design aus der Lufthansa First Class. For the Gentleman. Dieser ist noch jungfräulich. Sehr gut. Wer den haben will, unten kommentieren. Und dann habe ich noch ein Schmuckstück. Ich weiß nicht, wo ich das her habe. Das ist einmal dieses hier. Das ist noch gefüllt. Der Mann ist vergesslich geworden. Ja, ich glaube, das kann Etihad gewesen sein. Ich weiß es nicht. Und ich habe dasselbe nochmal in leer. So sieht es von innen aus, wenn es leer ist. Wer die haben möchte oder wer weiß, von wem die sind, Bescheid sagen. Dann solltest du es vielleicht nochmal kurz in die Kamera halten, damit man das, damit man auch das Label erkennen kann. Nathan. Jawohl, ja, wir müssen verrückt sein heute. Unser Chef wird uns
umbringen, aber wir legen heute da zu der Mettwurst immer noch einen Fisch zu. Ja, was ganz wichtig ist, Etja, das weiß ich, das war, glaube ich, aus der Business Club, nee, das war in der First auch. Aqua di Parma, kann man aufmachen. Oh, das war jungfräulich. Aber da sieht man auch, dass das Etihad war. Da ist auch noch alles drin mit Socken und allem Schnick und Schnack. Auf der anderen Seite gibt es auch noch den Aqua di Parma Gestank. Sehr gut. Also ich habe immer bei den Namen, denke ich immer, das riecht wie so Schinken oder sowas aus Italien. Nein, es ist, aber ist ja auch Parma Schinken, aber es ist Aqua di Parma. Alter, lecker. Also wie gesagt, das ist alles, was wir haben aus der First Class. Jetzt kommt aus der Business Class, weil die Lotte hat ja keine. So rum. Auch sehr niedlich. Ja, ist geil. Also ich finde das hübsch. Also ist auch jungfräulich. Ist noch der Schniepel dran. Happy Nökel. Also wer den will, auch hier kommentieren. Und dann habe ich noch einige Sachen von Emirates. Die sind alle irgendwie schon leer, wer die haben möchte. Da ist der Onkel Corsten jetzt aber tief in den Keller gegangen. Ja, hier muss alles raus, hier ist alles, was geht. Alles raus, ja, alles weg. Oder dann hier diese Tasche. Auch sehr schön. Ja, wobei diese hier, die ist leider schon verkauft. Jawohl. Die ist für Mario. Nachdem er den Remover-Koffer vom Joost bekommen hat, will er das auch haben. Und ich habe dann noch Deluxe, aber auch leer. Sind. Also wer sowas haben will, einfach Bescheid sagen. Bringen wir mit nach Frankfurt oder nach Berlin, demnächst wieder auf dieser Showbühne. Es ist einfach, dass wir euch genau. Danke sagen wollen. Und die, die kommen, die werden mit einer First-Class-Ente belohnt. Und zwar die mit dem Mundschutz. Die zeige ich auch irgendwann mal in die Kamera. Jetzt haben wir Mario und ich gucke mal einfach auf die Zeit. 7 Minuten 26 Wundertüten verkauft. Nicht schlecht, muss ich sagen. Ja. Nicht schlecht. Also es ist ja auch wirklich ein Dank für die treue Zuhörerschaft. Zuschauerschaft, muss man ja sagen. Oder Zuhörer Zuschauenden. Ja auch. Zuschauenden. Die Zuschauenden, die uns immer zuschauen. Und ja. Denen wir quasi immer die Informationen aus der Welt der Vielfliegerei hier darbieten können. Und da muss man sich auch mal bedanken, das finde ich auch. Wir sind dann auch ganz schnell wieder, wahrscheinlich morgen, mit einem kleinen Update. Ganz genau. Dabei. Ja, wir sind heute auch schon angemahnt worden, wir sollen was zu USA machen. Wir warten aber darauf, um welche Uhrzeit die aufmachen, das heißt also genau. Auf Datum. Genau. Für Mario war 14.30 Uhr unglücklich, deshalb würde er dann um 13.30 Uhr an, genau. Also insofern ist 14.30 Uhr schlecht, aber wir würfeln nochmal den Tag und wir sind gespannt, was die Amerikaner von Anfang November oder was sie mit Anfang November meinen. Wie lange geht für die amerikanische Regierung Anfang November? Ist das der 2.? Ist es der 9.? Der 12.? Oder ist es gar noch der 14., also quasi kurz vor der Mitte? Man weiß es nicht. Wir werden gespannt darauf warten. Ganz genau. Also, wir danken euch und danke. Yep. Oder wie man so schön sagt, Namaste. Also insofern, ihr wisst ja wie immer an dieser Stelle, er kommt nicht drum rum. Abonnieren, Glocke an für den Hofmeister. Und dann ja. Ganz einfach natürlich kommentieren, wenn ihr die haben wollt. Und ihr wisst ja, wer die haben will, muss alles vier gemacht haben. Das heißt also, er muss abonnieren, Glocke an, muss kommentieren und muss vor allem den Beitrag liken. Also genau. An dieser Stelle danke und morgen wieder eine ordentliche Ausgabe, wo wir uns etwas mehr benehmen und ich wahrscheinlich auch ein schickeres T-Shirt anhabe. Wieso? Das ist doch schon mal hier in grober Voraussicht. USA. Ah nee, andersrum, da. Ja, da, USA. USA, ja, wunderbar. Aber wunderbar. Der Lappen geht schon ab irgendwie, das ist ja... Ach, das ist ja, ja das ist so ja. Bei den USA, da ist der Lack ab irgendwie. Ja, kannst nur 10 Mal tragen, die Bude, und dann weg. Aber nun ja. Gut, so ist das von der Schwimmnationalmannschaft gesponsert bekommen. Vielen Dank dafür an dieser Stelle, an die Firma Arena ja. Und an die amerikanische Swim Association aus...
Huntington Beach. Also, wow. Insofern danke, danke und bis morgen. Bis morgen und wenn ihr noch andere Themen habt, immer in die Kommentare schreiben, mit was wir uns mal beschäftigen sollen. Also bis dann und vielen Dank nochmal.